zusammen. Ich bin Tastina, herzlich willkommen auf meinem Channel und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie bereits gesagt, möchte ich euch zeigen, was ich für Disney Bounce tragen werde. Eines davon findet ihr hier. Wenn ihr es erkennt, wer nicht, ich verrate es euch. Es wird ein Rapunzel-Bound und zwar weiß ich noch nicht, ob ich den am Freitag oder am Samstag tragen möchte. Hängt jetzt davon ab. Ich habe nämlich viele Sachen, weil ich sie auch gecosplayt habe. Ich habe auch einen kleinen Pascal, den zeige ich euch sofort. Ich habe auch einen magnetischen Pascal, den ich mir im Disneyland Paris gekauft habe. Und da ist quasi so eine Platte unten und da kann man das ins T-Shirt reinlegen und dann drauf und dann, ich zeige es euch, wenn wir schon dabei sind, quasi rein. Bleibt er. Und ja, ich habe auch, weil es ja im Disneyland Paris verboten ist, wirkliche Kostüme zu tragen mit Perücke und so weiter, und ich theoretisch es könnte, ich habe das Cosplay, habe ich ein angelehntes Rapunzelkleid, beziehungsweise habe ich mir ein Kleid rausgesucht, was angelehnt an sie ist, und das zeige ich euch auch. Es ist einmal dieses Kleid, das habe ich mir damals im H&M gekauft, und es ist quasi so über Knie lang und hat ganz viele Blumen und ich finde das Kleid von den Farben her erinnert mich einfach total an Rapunzel und deswegen werde ich auch das tragen und ich gehe mal davon aus, dass das Wetter gut wird, wenn nicht, werde ich mir quasi so ein Outfit auch mitnehmen, was ich dann halt auch so ein Pulli und eine Jeans, da muss ich mich halt wieder umziehen, aber gut, für ein paar Fotos kriegen wir bestimmt dann schon irgendwie gutes Wetter hin. Ja. Dann verrate ich euch noch den zweiten Tag, beziehungsweise ich möchte ja insgesamt drei Bounce tragen. Die ersten zwei Bounce sind Bounce für Prinzessinnen, weil ja die Princess Celebration ist in Disneyland und die ist allein den Prinzessinnen gewidmet. Und da ich auch total Prinzessinnen liebe, trage ich dann auch zwei Prinzessinnen. Also einmal habt ihr schon gesehen Rapunzel. Und einmal wird es Belle. Ja, es wird Belle und da habe ich ganz viele Sachen von ihr. Ich habe auch ein wunderschönes Kleid, was ich dazu trage. So, und zwar dieses Belle-Kleid, beziehungsweise es ist einfach nur ein ganz normales Kleid, aber es ist so wie Belle und es gefällt mir total. Also dieses Kleid ist natürlich so Schulter, ne? In Gelb und hat dann auch für die Taille dann quasi auch noch so ein Band, was man sich halt umschnüren kann. Ist, ja, ein bisschen unter der Knie, knielang und ja, ich finde, das passt ganz, ganz, ganz schön zu Belle. Es hat ja nämlich dieses Rüschen hier und so, das hat sie ja ein bisschen auch. Also ich finde es ganz gut angelehnt. Dazu werde ich meine mit Pin bestückte Launchfly tragen. Mit lauter Schöner das Biest Pins. Dann noch die passenden Ohren. Weil hier bei Rapunzel trage ich die Krone, klar. Ich habe auch, also ich habe sogar Rapunzel-Ohren, die finden sich ganz oben irgendwo. Aber ich finde, die passen halt nicht so gut wie die. Vielleicht nehme ich die mit, wenn ich keinen Bock mehr auf die Krone habe, aber ich habe eigentlich Bock auf die Krone. Die schaut so toll aus, schaut sie euch an. Schaut sie euch an, die schaut so toll aus. Ja, die richtige Krone, weil es ist nicht die richtige, die werde ich mir noch bestellen, aber die kostet ein Vermögen, die kostet 150 Euro. Also ciao, Leben. Ja, und das für Belle. Und wenn mir kalt wird, habe ich auch den passenden Spirit Jersey. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Den habe ich auch ein bisschen aufbereitet, weil die Farbe abgegangen ist beim Wäschewaschen. Aber kein Problem. So, ne? Passenden Spirit Jersey von Belle. Und, jo, dann habe ich noch viel Schmuck und tralala dabei. Ich habe noch von Rapunzel und Belle habe ich jeweils eine Kette. Ich habe einmal Rapunzel, da ist schon die Rose von Schön und das Biest. Und dann noch für Rapunzel habe ich die Szene von Flynn und Rapunzel auf dem Boot. Dann wollte ich noch so eine Rose mitnehmen, einfach so für Fotos, für Belle, ich zeig's euch. Also, einmal so eine Plastikrose, die habe ich auch beim Cosplay dabei gehabt. Ah, da kann man tolle Bilder damit machen, oder? Doch. Und natürlich Tassilo. Ich habe nämlich noch einen, der ist aus dem Primark und ah, das schaut doch toll aus, oder? Das wären doch ganz schöne Bilder.
Und ja, ich möchte halt so viele Elemente, wie es geht, reinbringen. Was das Problem ist, Schuhe. Also, ich muss mal gucken. Ich habe nur die einzigen bequemen Schuhe sind Turnschuhe. Und es wird darauf hinauslaufen, dass ich erstmal mit unbequemen Schuhen rumlaufe, die dann besser zum Outfit passe und dann für die ganzen Achterbahnen und so weiter dann die Turnschuhe anziehe. Hilft nichts. Hilft nichts. Ich weiß nicht. Ich habe es damals schon auch schon so gemacht und es geht nicht anders. Ich bin dann sonst so tot. Das geht nicht. Vor allem, weil wir den ganzen Tag dann unterwegs sind. So, für Ariel, was ich mal gedacht habe. Ich habe ja hier die Ariel-Ohren. Also hier sind einmal Ohren und hier sind einmal Ohren. Und da habe ich dann so einen Rock aus EMP. Den habe ich mir mal gekauft. Und das ist so quasi, der hatte so Träger und das geht dann hier so über Kreuz. Und da ist quasi Ariel drauf und Flunder und Sebastian und so weiter. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich überlege es mir noch. Aber an sich müsste ich das eigentlich mitnehmen, weil es ist Princess Week. Also ich müsste Ariel machen. Also quasi Belle, Rapunzel, Ariel. Ariel-Ohren hätte ich sogar da. Aber ich habe halt, das Blöde ist halt, ich habe halt nicht so viel Ariel-Merch. Das ist halt das Nächste, ne? Ich habe halt zum Beispiel die Muschel. Ich habe jetzt kein Stofftier oder ähnliches. Ich bin nicht so der Stofftier-Fan. Das ist so, ja, kritisch. Mal gucken. Ich bin auch nicht der riesigste Ariel-Fan, muss ich halt auch zugeben. Ich mag's, aber Rapunzel und Schöne und das Biest liebe ich einfach viel mehr. Kann man nichts machen. Lustig wäre aber, wenn ich vielleicht eine Gabel mitnehme. Und die rote Haare passen ja auch, passen auch irgendwie dazu. Ja, bin am Überlegen. Aber ja, ich werde euch dann die fertigen Outfits dann, was ich dann anhatte im Disneyland, dann auch zeigen natürlich. Mit den ganzen Details und so weiter. Ich zeig's euch. Und ja, dann hören wir jetzt mal hier auf. Ich pack noch zusammen und zeige euch, was ich so mitnehme ins Disneyland. Ich erkläre es euch. Also ich habe für dieses Mal einen recht kleinen Koffer. Ich zeige euch dann noch den Inhalt. Ich habe nämlich so eine Tasche. Oh, ich zeige es euch einfach. Ich zeige es euch einfach. Tada! Und zwar, diese Tasche ist meine Reisetasche. Da ist wirklich alles drin. Also das ist so quasi mein Notfallcase. Alles. Zahnbürste, Zahnpasta, Schminke, Duschzeug, alles. Und das ist einfach so praktisch, weil ich mir früher immer alles zusammengesucht habe von meinen ganzen Sachen. Und am Ende irgendwas vergessen habe und es hat mich so aufgeregt, weil ich dann immer irgendwas Neues kaufen musste, weil ich das brauche. Oder ich habe zum Beispiel nur Duschgel und kein Shampoo. Ja, dann probiere ich das als Shampoo, dann sehen meine Haare aus. Nee. Deswegen, ja, deswegen habe ich mir das mal eingerichtet und das habe ich vom Primark. Das, vielleicht habe ich das schon mal gezeigt, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war sogar bevor ich mit meinem Holz angefangen habe. Und ja, super praktisch, gibt's aber nicht mehr, ist auch von Ariel. Ariel verfolgt mich gerade. Und ja, die habe ich dabei. Und dann noch eigentlich nur noch Basic-Klamotten, beziehungsweise Spirit-Jersey und Jeans, eine ganz normale. Stiefel. Jo. Viel werde ich nicht mitnehmen. Es wird auch nicht viel Platz sein. Im Anschluss folgt ja dann später noch der Haul. Und der ganze, was da halt reinkommt, ne? Ganze Merch. Muss ja auch noch mit. Und ich fahre ja mit drei Mädels und die haben auch alle Gepäck. Deswegen werde ich nicht viel mitnehmen. Ich werde halt meinen ganzen Disney-Kram mitnehmen. Zivile Kleidung. Nein, nein, werde ich nicht mitnehmen. Ich werde alles Disney-Relatedes mitnehmen. Disney-T-Shirts, Pullover, Taschen, alles. Ich habe, ach so, apropos Tasche. Habe ich was hergelegt. Jetzt passt auf. Ich habe ja für Belle eine Launchfly. Habt ihr gesehen? Und dann dachte ich mir, Mist, was trage ich denn bei Rapunzel? Ich habe noch keine Rapunzel-Launchfly. Egal. Muss ja nicht sein. Ich habe was anderes. Die Fans kennen's. Ich habe ja nämlich die Tasche von Flynn. Und das würde super gut passen. Das ist eine wirkliche Tasche. Die hat jemand mal genäht und ich habe es abgekauft. Also es war auch, es war vielleicht eher so ein Versuch. Derjenige, der es gemacht hat und ich habe es abgekauft, habe es ein bisschen aufbereitet und so. Und die ist auch riesig. Und dann habe ich mir gedacht, nimm die mit. Die nehme ich einfach für Rapunzel. Das ist einfach perfekt.
Es ist zwar eine Umhängetasche und Umhängetaschen feiere ich meistens nicht so, weil die immer so hin und her und hin und her, aber egal, wurscht. Das passt perfekt. Ja, und jetzt für den Sonntag, da hätte ich aber tatsächlich keine Loungefly jetzt oder irgendeine Tasche für Ariel. Da weiß ich das noch nicht, was ich tue. Ja. Und ich werde dann natürlich gucken, dass ich mich auch ein bisschen so related schminke. Also ich werde natürlich jeden Tag mich schminken, was halt nicht cool für meine Haut ist, aber gut. Egal, alles für Disney. Und ja, sonst... Ich fange jetzt auch dann gleich an zu packen und zeige euch auch wirklich, was ich drin habe. Ja, that's it. Und weitere Outfits sind auch geplant. Ich möchte nämlich Villains machen, aber in meinem nächsten Aufenthalt, weil jetzt ja quasi alles Disney-Prinzessin und das nächste Mal Villains. Villains. Tatsächlich habe ich aber nie Disney-Ohren oder irgendwas von denen gesehen, also da sind die dann schon ein bisschen untergegangen. Jo. Und... Ja, da chillt nur gerade ein paar Köpfe chillen da. Ja. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal meinen Koffer. Los geht's! So, es ist ziemlich unchaotisch, aber ich habe ein bisschen zusammengeräumt. Hier habe ich einmal das Kleid für ein Bellbound, das darunter Rapunzel und hier Ariel. Dann Taschen, das ist so eine Shorts drunter für die Kleider. Ein Regenschirm, Ariel-Tasche, Rapunzel-Tasche. Dann nicht zu vergessen meine Polaroid-Kamera, bisschen Schmuck. Ich habe auch hier irgendwo einen Schmuck zusammengesammelt, den ich tragen will. Das ist dann auch nicht für Rapunzel, für Belle. Dann die Ohren, das sind Rapunzel-Ohren. Den nehme ich mir auch mit. Sieht man ja hier, Best Day Ever, Rapunzel. Das sind dann Belle-Ohren mit dem passenden Spirit-Jersey, den ihr dann gleich seht. Dann noch die Krone. Das Grundgesetz kommt nicht mit. Dann meine Belltasche mit den ganzen Pins. Das Outfit ist dann quasi, ziehe ich dann bei der Fahrt an. Das ist dann quasi mein Spirit Jersey von Belle. Das heißt, am ersten Tag ziehe ich Belle an, am Samstag dann Rapunzel und am Sonntag Ariel und eine normale Jeans. Hier sind dann noch weitere zwei Spirit Jerseys. Einer, der ist dann für Ariel. Der in rosa ist für Rapunzel. Und auch nochmal zwei Jeans für Samstag und Sonntag. Dann habe ich hier mein Pascal. Die Schleife von Ariel und schon wieder das Grundgesetz. Oh. dann noch ein weißes T-Shirt, weil dieses weiße Oberteil, das Ariel-Ding ist ja nur so ein Rock. Und da brauche ich ein Oberteil. Dann haben wir hier unten einmal Schuhe. Boots, falls es regnet. Flache Schuhe. Sonst normal. Und noch mal eine Turnschuhe, mit denen ich fahre. Das sind ganz normale weiße Turnschuhe. Dann eine Bürste, Aufladekabel, ein Regenponcho, nicht vergessen. Den gab es für 1 Euro beim Kick. Make-up, mein Annual Pass mit Pins. Ich habe da jetzt auch Pins dran gemacht, aber nur die, von die ich dann auch, also die ich auch bounde. Das heißt Rapunzel. Ich habe wenige tatsächlich. Ich zeige sie euch mal. Ich habe wenige Rapunzel. Pin, 3 Stück. Da ist noch einer. Yep. Aber ich wollte noch ein paar schauen. Dann Nachfüllpack für meine Polaroid. Medikamente, Masken, Kopfhörer, Powerbank. Ja. Mehr gibt's nicht. Danach kommen halt nur später Portemonnaie und so dazu, Bürste und so. Und dann mein, wie ich schon mal gezeigt habe, mein Beauty-Bag. That's it. Achso, ja, und ich habe 2 Geldbeutel. Ich habe quasi einmal einen Geldbeutel, für, wenn ich irgendwo wegfahre. Ein bisschen schöner. Aber ich muss ja nicht alle Karten, die ich habe, mitschleppen, damit ich alles Jahr verliere, oder? Und einmal mein normalen Geldbeutel. Ich bin halt eher Fan von dieser Form, von der länglichen. Die ist mir eigentlich zu klein, aber die ist nur für Cons und so gut. Ja, mehr nehme ich auch nicht mit. Ich versuche, so wenig wie möglich mitzunehmen. Und halt auch diese Kühltasche, die mich halt auch mit... wenn ich zum Essen was dabei habe. Achso, und den nehme ich wahrscheinlich auch mit. Das ist auch so eine Bag, wenn ich was mitschleppe. Jo. Das reicht eigentlich auch. Und das war's. Jetzt packe ich alles zusammen und dann bald ins Auto damit. So, ich weiß nicht wie.
Aber es hat alles reingepasst. Ob er zugeht, weiß ich nicht, aber kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Und da hinten habe ich auch noch meinen Rucksack. Der ist zwar jetzt einfach nur vollgestopft, das wird sich noch eh ändern, wenn wir dann losfahren. Joa, bin mal gespannt, ob der jetzt zugeht. So, der Tag ist endlich gekommen. Heute Nacht fahren wir dann auch los. Ich packe jetzt noch die restlichen Sachen ein, ins Auto, gehe noch kurz einkaufen. Und ja, wenn es dann losgeht, circa 10, wir holen dann noch zwei Freundinnen und fahren dann weiter. Also, ich melde mich, wenn ich auf der Straße bin. We'll be right back.